In A Plague Tale: Innocence spielen wir die 14-jährige Amicia, die mit ihrem kranken Bruder Hugo im mittelalterlichen Frankreich ums Überleben kämpft. Denn eine unheimliche Rattenplage hat das Land heimgesucht. Allein durch Schleichen und mit einer Steinschleuder weichen wir den Ratten und der Inquisition aus. Dabei müssen wir Hugo beschützen, aber er hilft uns auch weiter, weil er durch kleine Löcher passt. Obwohl das Spiel von einem Indie-Entwickler stammt, sieht es größtenteils richtig gut aus. Die emotionale Geschichte ist packend erzählt und sollte einen ca. 12 bis 15 Stunden beschäftigen. Das PlayStation VR-Spiel Blood and Truth zeigt, wie gut Virtual Reality-Spiele sein können. Wir spielen Ryan Marks, der sich durch die Londoner Unterwelt ballert. Dazu stehen uns allerlei Waffen zur Verfügung. Am besten funktioniert das mit den PlayStation Move-Controllern. Wir können zwar nicht frei herumlaufen, aber gerade das verhindert, dass einem beim Spielen übel wird. Das Game ist ein regelrechter Action-Blockbuster mit Verfolgungsjagden, Explosionen und waghalsigen Sprüngen und weiß einen pro Durchlauf um die 5-6 Stunden zu unterhalten. Im Aufbausimulationsspiel Surviving Mars müssen wir den Mars besiedeln. Wir managen Ressourcen und sorgen dafür, dass die neuen Marsbewohner überleben. Der kostenpflichtige Download-Content Green Planet macht den roten Planeten nun etwas grüner. Das Terraforming ist geschickt in die Spielmechanik eingefügt. Wir müssen erst einmal dafür sorgen, dass sich der Planet erwärmt, bevor der Marsboden langsam grün wird. Schnell mal ein paar Bäume pflanzen ist nicht. Aber gerade das macht ja ein Aufbauspiel aus, dass man nach und nach dafür sorgt, dass sich die eigene Kolonie entwickelt. Viel Spaß beim Spielen!